Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kingdom Come Deliverance. Wir müssen ein paar Kilo wieder loswerden. Muss ich gerade mal gucken, passt das ins Pferdeinventar? Ja. Sehr gut. Die können wir noch reinpacken. Kann ich den verwenden? Minimale Stärke 6. Minimale Kraft 47. Das 44. Dann rüsten wir den aus. Und den packen wir, wenn es geht, in die Satteltasche. Sehr gut. Jetzt haben wir nicht mehr viel. Das Wildschweinleder können wir noch. So, dann passt das auch wieder. Sehr gut. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wo müssen wir denn hin? Unseren bringt Timmy dazu, zu verraten, da ist er also. Das heißt, wir reiten hier den Weg lang und dann dort runter. Unseren Verfolger sind wir losgeworden. Ja, wir hatten ein Treffen mit Banditen, die auch wissen wollten, wo Timmy ist. Wir haben sie nach Rattay geschickt. Und die haben uns aber einen Wächter dagelassen. Was natürlich nicht so nett ist. Aber ja, den haben wir jetzt zum Schweigen gebracht. Muss mal gucken, gibt es hier eigentlich einen Schmied? Da haben wir noch einen unbekannten Ort und da haben wir noch einen. Ja, die erforschen wir doch gerade mal. Wenn wir gerade schon hier sind. Was haben wir denn hier? Ah, Pferdehändler. Okay. Der ist leer. Sonst hätte ich mich gerade gewaschen. Und hier vorne war noch einer. Ein Kramer haben wir entdeckt. Jetzt kann man gucken, vielleicht kann ich hier Dinge verkaufen. Hi. Habe ich irgendwas? Möge Gott dich segnen. Kann ich behilflich sein? Schauen wir mal. Lass uns handeln. Alles Gute. Ich würde gerne verkaufen. Honig. Verkaufen wir den Honig. Momentan kann ich erstmal nicht viel mit anfangen. Lass uns über den Preis sprechen. Yep. Ist gut. Ja. Einverstanden? Immer noch zu viel. Dann halt so. Da schlage ich zu. Ist nicht viel. Aber geht ja auch darum, dass wir unseren Ruf verbessern, ne? Ist ja nicht nur, dass wir ein bisschen Geld sparen, das ist wirklich minimal. Sondern auch, dass wir unseren Ruf ein wenig verbessern. Das ist ja auch ein Thema, ne? Weil sich letztens jemand gewundert hat, dass ich einerseits um jeden Kreuzer hier feilsche, andererseits aber halt auch mal Ketten für 120 Taler verschenke. Ja, ich mache den NPCs einfach auch ganz gerne eine Freude. Sofern man NPCs eine Freude machen kann, aber... Irgendwas passt hier nicht. Hi. Timmy. Hey,
Hey, Timmy. Wie geht's? Ganz gut. Kennen wir uns? Jetzt schon. Ja, jetzt schon. Hä? Oh, scheiße. Was willst du? Ich war's nicht. Ich wollte nicht. Ich... Scheiße. Ja. Wegen des Massakers in Neuhof. Ich sah, was du in Neuhof gemacht hast. Was redest du da? Du warst nicht dort. Ich meine, ich war nicht dort. Spar dir deine Mühe. Du warst mit dem hinkenden Heinz und Stinker dort. Ich weiß alles darüber. Was willst du von mir? Dein Spießgeselle Hinek erzählte mir, dass diese Hurensöhne ein Lager haben. Und ich will es finden. Muss es finden. Ja, aber warum soll ich dir vertrauen? Bin nicht blöd. Nein. Du könntest einer von denen sein, aber so tun, als wär's nicht so, um mich reinzulegen. Dir sag ich gar nichts. Weshalb sollte ich dich reinlegen wollen? Weshalb sollte ich dich reinlegen wollen? Herrgott nochmal. Sie haben Heinz in Uschütze gekreuzigt. Was zum Teufel soll das hier werden? Scheiße. Scheiße, scheiße. Was mache ich bloß? Scheiße. Ich weiß nicht, wo ihr Lager ist. Ein Haufen Pferdescheiße. Hinek sagte, dass du dort warst und dass Pius dir einbläute, das Maul zu halten. Du musst etwas wissen. Nun, einmal war ich dort, ja. Nur war ich ziemlich voll und bin mir nicht sicher. Versuch dich zu erinnern. Es war in den Wäldern. Irgendwelchen Wäldern, weißt du? Mit Bäumen und so. Okay, sehr hilfreich. Da waren verfallene Häuser dort und so. In den Wäldern. Da gab's eine Kirche dort. Aber eine, die irgendwie kaputt war. Wunderbar, besten Dank. Nun leuchtet mir alles ein. Weißt du, in welche Richtung es war? Genau nördlich von Thallenberg. Wenn du von der Burg aus Hügel aufwärts gehst, dann ist ein Weg bei so Scheunen, glaube ich. Führt zum Holzfällerlager. Wenn du bei den Holzfällern weitergehst, kommst du zu diesem verlassenen Haus da. Kannst es nicht verfehlen. Sieht wie ein Haus aus. Nur verlassen. Da gehst du nach links und dann weiter, bis du zu einer Lichtung kommst mit einer riesen Buche. Oder war es eine Eiche? Dann gehst du nochmal links. Da ist dieser enge Pfad und du gehst dem schön nach. Manchmal teilt er sich. Du hältst dich einfach links, bis du zu einer Wegkreuzung kommst, bei dem großen, flachen Felsen. Dann gehst du geradeaus weiter, immer zu. Nach einer Weile siehst du eine Brücke und genau da ist's dann. Tja, ist wohl besser als nichts. Aber du erzählst doch keinem was davon, oder? Nein. Hast es versprochen. Ach Mist, hab vergessen, es dich versprechen zu lassen. Ich verrate dich nicht. Keine Sorge. Aber versuch's in Zukunft mit ehrlicher Arbeit. Wie wäre das? Danke, werd's probieren. Zumindest für meine Schwester. Das Mädchen bei der Windmühle? Jawohl, Mirka. Hast du mit ihr gesprochen? Was sagt sie? Sie sagte mir, dass du dumm wie Brot bist und dich ständig in Unsinn mit reinziehen lässt. Echt? Ja, da hat sie wohl recht. Wow. Also die hellste Kerze auf der Torte ist er eindeutig nicht. So. Sonst ist hier nichts groß. Wir müssen trainieren. So, ich will gar nicht unbedingt das klauen. Das ist sind alles arme Leute. Den mopsen wir nix. So, ich muss aber mal gucken, was macht meine Quest denn? Berichte Herrn Ratzig, wo sich das Banditenlager befindet. Oh, der ist direkt da oben. Sehr gut. Ne, da wollte ich nicht hin. Direkt... nördlich von uns. Das ist geschickt. Können wir direkt hinreiten
und ihm berichten. Wer bist du? Hey da, Bursche! Kleine Wette gefällig? Was hältst du davon, wenn wir unsere Kräfte messen? Was gibt es? Oh, nichts Besonderes. Würde mir nur gern mit einem anderen Reisenden die Zeit vertreiben. Okay. Verstehe. Was schwebt dir davor? Wir könnten einen kleinen Waffengang wagen. Nur zu Übungszwecken. Okay. Wer bist du? Wer bist du überhaupt? Und was machst du? Ich? Ich bin nur ein Vagabund, der mit einem Schwert umherzieht, um seine Brötchen zu verdienen. Also ein Räuber. Du tust mir Unrecht. Der Räuberei gebe ich mich nur hin, wenn es sein muss. Letzten Winter etwa. Also, kämpfen wir? Okay. Gut, warum nicht? Hast du Geld bei dir? Ein bisschen. Nun, du denkst doch wohl nicht, dass wir bloß um die Ehre kämpfen. Also? Wetten wir. Ja, habe ich. Gut, los geht's. Trau dich doch! Das war's. Her mit dem Silber. Hast genug vom Leben, was? Aua. Komm her, du Freund. Ja. Kurva. Ah, ich hätte, ja, ich hätte die 50 zahlen sollen. Ich hätte die 50 einfach zahlen sollen. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu weit zurück. Aber wir sind bei der Windmühle. Shit. Shit, shit, shit. Ja. Wenn man es einfach nicht sein lassen kann, ne? Dann passiert halt sowas. Dann passiert das ja. Hier bin ich. Also. Wozu die Geheimnistuerei? Was willst du von Timmy? Kannst du mir sagen, wo ich ihn finde? Versprich mir, dass ihm nichts geschieht. Yep. Wieso kümmert es dich so sehr? Weil er mein Bruder ist. Er ist nicht der Klügste, verstehst du? Und ständig bringen ihn andere vom rechten Weg ab. Und nun suchen ein paar sonderliche Gestalten nach ihm. Wer sind die? Weiß ich nicht. Sahen wie Halsabschneider aus und haben merkwürdige Dinge gesagt. Aber ich habe ihnen nichts erzählt. Das ist gut. Aber früher oder später finden sie ihn sowieso. Sag mir, wo er steckt und ich kümmere mich um ihn. Okay. Er versteckt sich auf Kolbens Farm, in der Nähe von Merhoyet. Ja, die Spaßvögel wieder. Die schicken wir wieder nach Rattay. Na du? Mich beschleicht das Gefühl, du suchst nach jemandem. Ich ebenfalls. Wir könnten einander unter die Arme greifen. Nein. Nach wem suchst du? Und nach wem suchst du? Nach einem großen Ochsen namens Timmy. Hab keinen Ochsen gesehen. Ich weiß nichts über ihn. Ich fürchte, ich weiß nichts über ihn. Das ist schade. Jammer schade. Denn ich kümmere mich gut um Leute, die mir helfen. Wenn mir jemand sagen würde, wo er steckt, hätte ich eventuell Arbeit für diesen jemand. Schlaue Kerle können wir im Lager gut gebrauchen. Okay. Er ist in Rattay.
Er soll sich in Ratai verstecken. Ach ja? Wo in Ratai? Beim Fleischer. Sie sind verwandt. Verzeih, wenn ich das nicht für bare Münze nehme. Radan bleibt hier und wird ein Auge auf dich haben. Ja, ja, soll er. Zu deiner eigenen Sicherheit, weißt du? Komm mit, wenn du die Eier hast. Wenn nicht, komm in die Schenke in Samopesh, sobald alles vorbei ist. Oder wir kommen zu dir. Ja, ja. Kommt, Jungs! Ich esse einen Happen und dann gehen wir nochmal zu Timmy. So. Nein, nicht E. X. Muss ich den Typ irgendwie abhängen? Stand da was? Bringt Timmy dazu, zu verraten, wo er ist. Ja, machen wir. Dazu reiten wir jetzt gerade erstmal ein Stückchen ins Feld. So. Er soll mal herlaufen. So. Dietrich hat er. Die Groschen können wir gebrauchen. Das Hasenfleisch nehmen wir mit, die Holzkohle, den Honig. Den Eibenbogen. Die Jagdhandschuhe. So, das ist das Wertvolle, was er hat. Wo ist Hund? Da ist Hund. Der kriegt erstmal das Fleisch. Sieh mal, was ich für dich habe. Ganz lecker. Ja, einmal Hase und Fleisch. So, und ich packe gerade mal was ins Inventar. Holzkohle, ne, in die Satteltasche muss das. Der Honig kommt auch mal in die Satteltasche. Die Jagdhandschuhe, die Leisetreter, den hier. Ja, und den rüsten wir jetzt aus, der ist nämlich besser. So, und das ist immer gewichtstechnisch auch schon im Reinen, ne? Das Wildschweinleder kann ich auch gerade noch rüber tun. Dann haben wir nochmal ein paar Kilo mehr. Oh, der hatte noch Pfeile, ne? Der Dude hier. Ja, der hatte noch Pfeile. Die nehmen wir noch mit. Ein Sachs. Nehmen wir auch mal mit. Der alte Kolcher hat gesagt, ich soll sie umschneiden und verbrennen. Okay. Ja, so, dann reiten wir mal los. Da müssen wir gerade noch den Pferdehof hier entdecken und den Kramer. Verkaufen tun wir beim Kramer jetzt aber nichts mehr. Jetzt weiß ich ja, dass ich da maximal den Honig verkaufen kann. Deswegen lohnt nicht. Merhoyet. Da waren wir vorher auch noch nicht gewesen. Schnellreiseort. So, wir reiten mal kurz hier rein. Pass auf, was... Passe ich da drunter durch? Ja, so. Pferdehändler entdeckt. Sehr schön. Da haben wir einen Kramer entdeckt. Und dann können wir zu Timmy. Dass wir das gerade noch eben mal über die Bühne bringen.
Sühnekreuz, ja. Wo geht denn hier der Weg hoch? Da. So, Timmy. Hi. Gott sei mit dir. Oh, du bist gar nicht Timmy. Ich suche nach Timmy. Gibt es hier einen Kerl, der Timmy heißt? Ist vor ein paar Tagen aufgetaucht. Also haben wir ihn als Helfer eingestellt. Lange wird das aber nicht machen. Er ist zwar stark wie zwei Ochsen, aber doppelt so dämlich. Was er auch anfasst, zerbricht in Stücke. Oh. Okay. Mach's gut. Wo ist Timmy? Timmy. Timmy, wer bist du? Bist wahrscheinlich die Frau von dem... Wie geht's? Ganz gut. Kennen wir uns? Jetzt schon. Hä? Oh, scheiße. Ja, das können wir aber eigentlich schneller machen, wegen des Massakers. Was redest du? Spar dir deinem... Was willst du? Dein Spießgeselle hin... Ja, du könntest... So, weshalb sollte ich dich reinlegen? Weshalb sollte ich dich reinlegen wollen? Scheiße. So. Ein Haufen. Nun, versuch dich zu. Das Lager, genau, das berichten war. Aber du erzähl. Ich verrate dich nicht. Keine Sorge. Aber versuch's in Zukunft mit ehrlicher Arbeit. Wie wäre das? Das Mädchen bei der Windmühle? Jawohl, ja, genau, die Schwester. So. Okay, hätten wir. Jetzt können wir aufsitzen. Wenn der eine Dude wieder unterwegs ist, dann lassen wir ihn einfach Dude sein. Aber die Chance, dass er da ist, ist gar nicht mal so groß. Merkt man also nicht hier. Das ist nochmal ein Bildstock. So, hier ist das Lager. Wir haben entdeckt Lager, da ist er ja schon. Muss ich nur aufpassen, dass ich nicht versehentlich... Hi. Sei gegrüßt. Wieso bist du hier? Wegen des Banditenlagers. Es gibt Neuigkeiten über die Untersuchungen. Ich habe Neuigkeiten über die Untersuchung, Herr. Gut, sprich. Der Bandit in Uschitze wurde getötet. Ich begab mich nach Uschitze, da Heinz dort leben soll. Doch jemand hat ihn ermordet. Offenbar versuchen sie, ihre Spuren zu verwischen und zeugenlos zu werden. Sieht ganz danach aus. Das wird immer verdächtiger. Gibt es weitere Hinweise? Ja. Ich habe Informationen über einen von Heinz' Spießgesellen erhalten. Er wird Stinker genannt und kommt aus Ledeczko. Du machst das gut, aber du musst dich vorsehen. Konntest du diesen Stinker aufspüren? Wicht steckt ich dahinter. Ich fürchte, ich habe schlechte Kunde, Herr. Damit habe ich bereits gerechnet. Sprich. Stinker versteckte sich in den Wäldern und seine ehemaligen Spießgesellen wollten ihn umbringen, da er, der hinkende Heinz und die anderen sie in Neuhof im Stich ließen. Offenbar wollten sie niemanden töten. Jedenfalls sagte Stinker, dass ein Bandit namens Wicht sie angeheuert hätte. Das ist der Kerl, der dein Schwert stahl. Diese mordenden Hurensöhne waren nicht auf Beute aus, sondern wollten bloß Blut vergießen. Und das Schlimmste ist, dass sie in der Gegend ein Lager haben und weitere Schandtaten aushecken. Sacker! Sonst noch etwas? Mehr konnte ich nicht herausfinden, Herr. Nun gut. Erstatte mir Bericht, sobald du etwas Neues erfährst. Wegen des Banditenlagers. Wegen dieses Lagers, Herr. Was gibt es, Junge? Ich weiß, wo es liegt. Einer der Banditen, der desertierte, berichtete mir, wo das Lager liegt. Er heißt Timmy. Ist ein Mordsbrocken. Hat aber mehr Muskeln als Hirn. Das Lager ist in einem verlassenen Dorf in den Wäldern westlich von Talmberg. Gute Arbeit. Hast du es dir angesehen? Weißt du, wie viele Männer dort sind? Nein. Viel weiß ich nicht, bloß wo sie sich verstecken. Wir müssen mehr erfahren. Könntest du versuchen, dort etwas in Erfahrung zu bringen, das uns bei unserem Hinterhalt nützt? Je mehr wir wissen, desto besser. Und wenn du sie sabotieren könntest, während du dort bist, wäre das vortrefflich. Aber geh kein unnötiges Risiko ein. Ich möchte dich nicht verlieren. Ich versuche es. Natürlich, Herr. Also,
ich werde tun, was ich kann. Genau das wollte ich hören. Du bist unsere Augen und Ohren, Junge. Unser Erfolg hängt von dir ab. Begib dich umgehend ins Lager. In der Zwischenzeit sammle ich meine Männer. Ich werde so viel herausfinden wie möglich. Mach's gut. Okay. So, das haben wir auch geklärt. Spüre das Banditenlager auf. Das Holzfällerlager liegt an der Straße, die von Thallenberg nach Norden führt. Thallenberg bin ich immer noch nicht gerne gesehen. Ich überlege, ob ich trotzdem hin sollte. Ob ich es riskiere, in den Knast zu gehen. Weil dann kann ich zumindest die Aufgaben danach erledigen. Vielleicht sollte ich davor speichern. War hier ein Schmied? Hier nicht, aber... Da ist auch noch ein Ort, den wir nicht entdeckt haben. Moment. Den Schleifstein könnte ich zum einen nutzen. Den Spalter. Da musste man ja aufpassen. Stimmt. Keine Ahnung, ob das funktioniert, was ich hier mache. Und hier ist aber noch ein Fragezeichen. Was ist denn das? Ein Kampfplatz. Okay. Ist Häuptling Robert hier? Oder ist nur ein Wächter? Häuptling Robert, Hauptmann Robert natürlich. Ist auch nur ein Wächter. Das auch. Ja, dann würde ich sagen... Ne, was essen? Ne, wir haben 100 Sattheit, das reicht. Ne, dann würde ich sagen... Reiten wir mal Richtung Thallenberg. Und dann gucken wir mal, ob wir da reingehen oder hingehen oder nicht. Im Moment plädiere ich ja schon ein bisschen dafür, dahin zu gehen. Da kann ich durch, glaube ich. Also hier geradeaus... Wobei der Weg da hinten sieht auch gut aus. Ja. Jagdgebiet, Rehe, okay. Ich will doch nur da hoch. Ich will nicht jagen, ich will nur da durch. Und hier dann auf den Weg. Da war doch eben noch einer. Wo ist er denn hin? Im Weg. Wo sind wir jetzt? Dort. Ja, da würde ich sagen, wagen wir uns mal nach Thallenberg rein und gucken mal, ob wir da einigermaßen heile rauskommen aus der Sache. Das, meine Lieben, machen wir aber in der nächsten Folge. Ich sag danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da. Und in diesem Sinne,
Tschüss. Bis zum nächsten Mal.